füttere. Vincent, haltet ihn auf! Ich weiß nicht, ich war Assistent des Buchhalters der Salamandra. Javed vertraute mir nicht mehr. Ich weiß nicht, wo er ist oder was er vorhat. Und der Professor? Ich weiß es nicht. Der ist weggegangen. Blödsinn. Ihr braucht nur Zuspruch. Ihr habt mir als Gegenleistung für meine Aussage Schutz versprochen. Beim Grab meiner Mutter, ich weiß nichts. Haltet ihn auf, ihr seid auch ein Ordnungshüter. Das ist Mord. Wollt ihr daneben stehen und zusehen? Nein, ich gehe. Außerdem weiß ich, dass ihr bei der Ermordung von Raimunds Familie die Hand im Spiel hattet. Hexe, bringt es schnell hinter euch. Ah, okay. Gut, jetzt haben wir einmal einen Nachteil wegen dem Silberschwert. Jetzt wissen wir auch, warum das für Raimund eine eigene Sache ist. Die Salamandra haben seine Familie gekillt. So, und es war tatsächlich so, dass... Das haben wir jetzt damit rausgefunden, dass... Vincent einfach nur Informationen haben wollte von dem Kollegen. So, noch einmal starken Kampfstil für den letzten. Und sonst nix. Also, der wollte wirklich nur Informationen haben. So wie es scheint. Die Quest meint jetzt, wir sollten uns ernsthaft mit Vincent unterhalten. Das werden wir natürlich logischerweise auch noch tun, aber... Also, ich sehe das ehrlich gesagt jetzt so, dass der da wirklich nur Infos haben wollte von dem Kollegen. Und sonst nix. Ich meine, weil das hat ja auch der Salamandra gesagt. So, wir gucken mal, was hier noch drin ist. So, da hinten war noch irgendwas. Genau, Kleiderschrank. So. So, und sonst nix mehr. Dann gehen wir wieder raus und gehen wieder zu Vincent Raven. Gehen wieder raus aus diesem Sklavenviertel hier, sag ich mal. Diesem Schurkenviertel hier, wo es stinkt wie Scheiße, wo sogar die Schurken sagen, hier macht's wie sonst was. Ja, da bin ich mal gespannt, was Vincent jetzt zu der Geschichte sagt, aber wie gesagt, ich mache mir da momentan eher keine Gedanken, dass der irgendwie ein Bösewicht ist und den Salamandra unter einer Decke steckt, aber gut, wer weiß. Da hinten sind Meuchler, aber die lassen wir leben. Achso, ne, da müssen wir hin und dann da hier vorne links und dann haben wir es auch schon. Oh, zwei schöne nette Hunde. So, dann gehen wir jetzt wieder zu Vincent. Der dürfte aber wohl eher hier sein, weil Nacht ist. Nachts flackt er wohl immer im Kerker rum. Oder auch nicht. Naja, dann reden wir zuerst mit ihm hier. Ihr habt die Gorgo getötet. Im Namen von König Foltest gewähre ich euch offiziell Pardon. Endlich hat diese Posse ein Ende. Nehmt eure Habseligkeiten aus der Truhe, ehe ich sie verkaufe. Und vergesst nicht die Belohnung, die auf den Kopf der Gorgo ausgesetzt wurde. Vincent ist ganz verrückt nach Trophäen. Ah, endlich kann ich mich entspannen. Ich werde inspizieren, was wir hier beschlagnahmt haben. Ausrüstung bester Qualität. Und wir haben jetzt wieder alles. Das kann wohl nicht sein. Ne, wir haben gar nichts bekommen von ihm. Wo finde ich... Ah, da hinten dran. Okay. So war's, genau. Deppot. Erstmal das Fass an, erstmal das Deppot abchecken. So, das machen wir natürlich direkt hier rein. Unser Schwert und die Axt können wir auch wieder mitnehmen. Oh, tatsächlich. Hm, interessant. Natürlich die Orange. So, jetzt ist die Frage, wir können hier definitiv nicht mehr alles mitnehmen. Was ist das? Ein Haftbefehl für den Professor, den behalten wir. Also, beziehungsweise den nehmen wir mit. Die Tränke natürlich. Hier Schneesturm und was ist das? Weiße Möwe. So ein Salamandra-Abzeichen wäre eigentlich auch nicht schlecht. Kann ich hier nicht auch da oben rein? Oh, schade. Hm. Was haben wir hier? Weißer Honig. Auch irgendein Trank. Reduziert Toxizität auf 0. Ja, wir können definitiv nicht alles mitnehmen. Das geht nicht. Da haben wir Inventar schon zu voll. Das kommt ja eh da unten rein. Also die ganzen alchemistischen Zutaten, die können wir definitiv mitnehmen. Weil da unten hat man immer genauso viel Platz wie oben für das Alchemiezeug. Ist das hier auch Alchemie? Nee, Moment. Das ist denn das? Eine Blaubeere. Die lassen wir draußen. Die verzeuge ich mit der. Nein, die will ich wieder da reinmachen. Mach ich eben hier unten. Gegenstand weglegen. So. Alraunwurzel. Jawohl, ja. So. Was haben wir denn noch an Alchemie? Ist das hier auch? Nee, aber das ist praktisch. Das hier auch. Die Ringe behalte ich auch. Die sind mit Sicherheit Geld wert. Was haben wir hier? Ein Saphir. Der sollte auch ein bisschen was wert sein. So, das hier dürfte aber wieder da unten rein. Jawohl. Können wir alles mitnehmen. So, der Schlüssel hier, der ist Questgegenstand. Da ist es kein Ding. Den können wir ruhig mitnehmen. Feuerstein.
So, machen wir mal. Zwei Stacks voll, das reicht. Mal gucken, vielleicht kriegen wir auch noch mehr rein. Ja, aber ich gucke jetzt eben so ein bisschen was zu essen, sollten wir doch auch noch mitnehmen. Ah, Schwalbe, sehr schön, noch ein Trank. So, alles durchgucken, was ist das? Toussaint Rot, das ist Wein, kein Trank. Schwarzpulver, könnten wir auch mitnehmen. Aber wir haben schon nur noch eins. Ja, wir haben nur noch 7 Plätze, meine Damen und Herren, und hier ist noch ein bisschen mehr. die Verträge, der Ghoul-Vertrag, der Ertrunkenen-Vertrag. Machen wir den auch noch? Moment, der Ertrunkene-Vertrag ist doch schon abgelaufen, oder? Moment, ich guck mal gerade. Das ist doch der, den wir... Ja, ja, das sollten wir dem Geistlichen geben, der weit ja nicht mehr unter uns. Aber den Ghoul-Vertrag, den könnten wir tatsächlich mal noch mitnehmen. So, dafür können wir das Schinkenbrot aber wegschmeißen. Genauso wie, was ist das denn? Süßigkeit, oje. Nix für Geralt. Schweinefleisch, ich meine, wir haben hier 7 Hähnchenkeulen und 10 Hammelbeine und bisher haben wir kaum was gegessen. Da brauchen wir nicht so viel von dem Zeug. Das Brötchen kann weg. Das liegt jetzt alles hier links. Super. Da haben wir ja schon Salamandra-Brosche. Dann können wir die auch direkt einstecken. So, haben wir da schon mal 8. Regeneriert Ausdauer die Ziegenmilch. So, den Aluhol da, den können wir stacken. Visimas Gold. Oh, das ist kein Visimas Gold. Dann weg damit. Der Käse könnte noch weg. So, und jetzt ballern wir wieder rein, was das Zeug hält. Buch des Waldkaufs, das brauchen wir eigentlich nicht. Genauso wie die anderen Bücher, die haben wir alle schon gelesen. Das ist alles schon in unserem Glossar. Eigentlich brauchen wir das nicht. So, Tafelwasser, das regeneriert Ausdauer. Das können wir mal mitnehmen. Roggenwodka, oh Gott. Das hier, das sind doch noch... Ach, die ganzen blauen Sachen sind alchemistische Zutaten. Ah, okay. Habe ich vorher nicht erkannt, dass wenn so ein blauer oder irgendein Punkt da unten ist, das ist eine alchemistische Zutat. So, jetzt. Was nehmen wir noch mit? Was ist noch wertvoll oder was bräuchte man vielleicht noch? Noch mehr Tafelwasser. Komm, ich mache jetzt einfach mal... Wir haben jetzt nochmal relativ viel Platz. Die Bücher können wir weglassen. Also nehme ich einfach mal mit, was geht. Was ist das hier eigentlich für ein Tuch? Ein roter Schal. Kann verkauft oder einer Frau geschenkt werden. Ich würde sagen, wir verkaufen den. So, so passt das doch, würde ich jetzt mal sagen. Den Rest müssen wir leider hier lassen. Das Inventar ist nicht größer. So, nichtsdestotrotz müssen wir nochmal mit Jethro sprechen. Verdammt, ist das stark. Was ist stark? Das geht euch nichts an. Ich wollte doch nur... Hä? Ich habe etwas für euch, was denn? Warum wurde der Professor aus dem Gefängnis entlassen? Der hat mächtige Freunde. Lasst euch das eine Warnung sein. Erzürnt niemanden, der mächtiger ist als ihr. Ich sollte mehr wie die Stadtwache sein? Und Verbrecher freilassen, wann immer jemand mit einem Geldsäckel herumwedelt? Hey! Ihr steht nach wie vor unter Beobachtung. Außerdem hat jemand die Kaution für ihn gestellt. Völlig legal. Wer war der Wohltäter? Keine Ahnung. Das Geld wurde von Vivaldis Zwergenbank überwiesen. Kann man nicht zurückverfolgen. Wechseln wir das Thema. Ich kriege Ärger, wenn ich mit euch darüber rede. Habt ihr eine Erkältung? Ihr seid recht unerfahren. Erfahren genug, um zu wissen, wie man Fistech am besten einnimmt. Man schiebt die Haut zurück und reibt. Ihr seid recht unerfahren. Na, da, wo man die Haut zurückschieben kann, Jethro. Solltet ihr Fistech bei Coleman im haarigen Bären kaufen? Sag nicht, dass ich euch schicke. Okay, jetzt wissen wir schon mal, wo er das her hat. Fistech ist also quasi das Koks hier in The Witcher. Ich habe Fragen. Fragt. Nice. Wisst ihr etwas über den gefangenen Salamander? Warum sollte ich euch das verraten? Der Hauptmann würde mich töten. Vielleicht kann ich euch ja überreden. Pulver würde helfen. Na super. Ich habe Fragen. Fragt. Foltest muss die Salamandra wirklich hassen.
wenn er einen Preis auf den Kopf des Professors aussetzt. Das ist kein königliches Gold. Es stammt aus privaten Mitteln. Interessant. Außerdem gibt es Belohnungen für Salamanderabzeichen, die toten Banditen abgenommen werden. Wer ist dieser Philanthrop? Ich kann's euch nicht sagen, aber der Repräsentant des edlen Spenders verbringt seine Abende in der Taverne. Dem werde ich auf den Grund gehen. Ja, nee, wir haben eigentlich nichts für ihn. Wir haben ja keinen Fistek. Also ich sage, gehen wir mal Fistek holen. Bei diesen Typen in der Taverne. Ich habe jetzt vergessen, wer genau das ist, aber das werden wir im Questlog stehen haben. Gehe ich mal von aus. Der Komplize als Zeuge. Ich muss etwas Fistek für Jethro beschaffen. So, genau. Gasthaus zum haarigen Bären. Dann gehen wir doch genau dort mal hin. Das ist dort im, wie heißt es? In dem Sklavenviertel, in dem heruntergekommenen Viertel. Da Sklavenviertel ist es ja eigentlich nicht, da leben ja keine Sklaven. Also in diesem Schurkenviertel, wo es mockt wie sonst was. So, und dafür müssen wir, glaube ich, jetzt noch hier einmal rechts abbiegen und dann nach links. Wir können aber nochmal zu Raimund gehen und mit dem darüber quatschen, dass seine Familie gekillt worden ist. Aber zuallererst gehen wir jetzt mal ins Gasthaus zum haarigen Bären. Oh, das tut weh. Und auch hier finden wir eine Anschlagtafel vor. Der Hundevertrag. Nee, können wir vergessen, ich kill keine Hunde. Gasthaus zum haarigen Bären. Wer da? Nur ein Hexer. Nur? Geralt, seid gegrüßt. Was ist passiert? Eine Machtdemonstration. Sie haben ein Fenster eingeschlagen und Coleman 3 Bolzen in den Wanst gefeuert. Sie haben Bolzen mit Streuköpfen verwendet, eine Spezialität der Hafgar und vollkommen illegal. Wer hat ihn getötet? Die verdammten Skoyatel. Jetzt wird man ihn als guten Mann hinstellen, der alten Damen über die Straße geholfen hat. Ich spüre schon ein Pogrom heraufziehen. Diese verdammten Pisser haben eine Liste ihrer Feinde erstellt und damit begonnen, sie zu eliminieren, ohne an die Konsequenzen zu denken. Warum Coleman? Wut? Rache? Wahrscheinlich hatten ein paar junge Elfen eine Überdosis. An einem Bolzen war eine Notiz befestigt. Händler des Weißen Todes. Er hat Fistech an Kinder verkauft, billiger als alle anderen. Ihr wisst ja, wie schnell man davon abhängig wird. Mich überrascht, dass sie in der Stadt zugeschlagen haben. Sie fühlen sich stark, jetzt wo sie Waffen haben. Irgendein Narr hat Geschäfte mit ihnen gemacht. Ich verdächtige Harrenbrock. Was für schreckliche Zeiten. Ja. Eine Splitterspitze. Dringt als Ganzes in den Bauch ein, tritt in 3 Teilen am Rücken wieder aus und zerfetzt dabei die inneren Organe. Eine Spezialität der Hafgar. Nutzlos gegen gepanzerte Soldaten. Sie zersplittern bereits an der leichtesten Rüstung. Sie werden benutzt, um Zivilisten zu töten, als grausame Warnung für andere. Ich weiß, woher die Waffen stammen, mit denen Coleman getötet wurde. Ich muss solche Situationen vermeiden, neutral bleiben, mich nicht einmischen. So, es war auch Harrenbrock. Ja, und da liegt Coleman immer noch. Der Händler ist tot. Ein Schuss aus dieser Nähe hätte selbst einen Ochsen getötet. So wird's wohl sein. Und wie ihr hört, auch hier gibt's wieder Faustkämpfer, die sich deftig auf die Fresse hauen. Die Zuckerpuppe, den können wir nicht mitnehmen, leider. Wen haben wir denn hier? Einen Reisenden. Und Sultan Shiba ist auch wieder da. Das ist auch nice. So, was haben wir in dem Fass drin? Dorröbst und Nüsse. Die Kellnerin, mit der werden wir wohl kaum irgendwas... Naja, wir fragen einfach mal. Hallo, möchtet ihr etwas essen? Oder führen euch andere Gründe her? Was für andere Gründe? Wir haben ein sehr bequemes Bett hinten. Was darf's sein? Ist hier was Interessantes passiert? Die Jungs kämpfen miteinander. Andere wetten auf den Sieger. Manchmal verprügeln sie Besucher. Das ist alles sehr, sehr...